Es waren einmal 17 tapfere Mitglieder der Garde von El. Huang Hua, Leifton, Nevra, Azrael, Valkyon, Evelyn, Caruto, Chrome, Karen, Lazarus, Cameria, Valarian, Hestia, Sonse, Lai, Marz und Valkyria. Gemeinsam brachen sie auf in die Welt hinter dem Wald, nach Balenvia, um einen jahrhundertealten Konflikt zwischen den possierlichen Pilzen und den Dorfbewohnern mit überdimensionalem Aggressionspotenzial zu schlichten. Wird es ihnen gelingen, diese ausweglose Situation zu meistern? Finden wir es heraus. Denn das ist ihre Geschichte. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Eldaria. Wir starten das Wochenende mit dem Antritt der Reise. Yay! Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's. Wir reiten durch den Wald. Und schauen mal, ob wir irgendjemanden finden können. Oder ein Gespräch. Okay. Wir sind jetzt mitten im Wald und unser Reittier ist nicht gerade zimperlich. Es schüttelt uns hin und her. Ich habe Angst, hinunterzufallen. Das wird gar nicht passieren. Valkyon hält dich doch fest, hä? Hihi. Möchtest du vorne sitzen? Wie meinst du das? Zwischen mir und den Zügeln. Oh mein Gott! Dann können wir uns anlehnen. Ja. Ich sah ihm einen Moment lang direkt in die Augen. Trotz allem, was er mir angetan hatte, konnte ich den Blick nicht abwenden. Ich konnte nicht vergessen, was er mir angetan hatte. Und obwohl mir sein Blick unangenehm war, hielt ich ihm stand. Als wollte ich ihm widerstehen. Also, natürlich können wir das nicht vergessen. Aber ich habe das jetzt irgendwie primär nicht mehr wirklich im Kopf. Er zeigt ja wirklich Reue. Also, weiß ich nicht. Ich nehme jetzt das Erste. Das ist so schön romantisch. Ha! Diese Route ist so schön kitschig. Ich liebe es. Ich sah ihm zum ersten Mal so in die Augen. Und stellte fest, wie intensiv deren goldene Farbe war. Oh, das wusste ich schon vorher. Wir waren uns jetzt ganz nah. Und irgendjemand macht diese Situation bestimmt gleich kaputt. Na? Ach so. Ich wollte schon fragen, wer jetzt der Liebestöter ist. Aber dann nicht. Diese Route ist echt so schön kitschig. Ich liebe es einfach so sehr. Gott, ich glaube, ich verlaufe mich gleich. Ha! Sehr schön. Wir erreichten den Waldrand. Nach mehreren Tagen erreichten wir die Stelle, die wir für unser Lager vorgesehen hatten. Schnell bauten wir die Zelte auf und aßen eine kalte Mahlzeit zu Abend. Obwohl die Sonne noch hoch am Himmel stand, beschloss ich danach schlafen zu gehen. Als ich in das Zelt gehen wollte, das ich mit Karen und Evelyn teilte, hörte ich zufällig, wie sich Evelyn und Azrael unterhielten. Ich blieb hinter dem Zelt stehen und lauschte. Böses Mädchen. Raus hier! Wenn du nicht wegen einem gesundheitlichen Problem gekommen bist, will ich dich hier nicht mehr sehen. Wow! Okay, ich weiß, ich habe dir nicht die ganze Wahrheit gesagt, aber du kannst nicht einfach so tun, als sei ich Luft. Siehst du doch, dass sie das kann. Oh doch, das kann ich. Hey, ich habe nichts getan! Wie bitte? Was ihr ihr angetan habt, ist schrecklich, Azrael.
Ich kann dich nicht mehr ansehen, ohne dass mir schlecht wird. Warte. Die Jungs waren an der Sache genauso beteiligt. Warum muss nur ich dafür bezahlen? Du verstehst es einfach nicht. Du hast das alles nie ernst genommen. Ewe, warte! Sie verließ das Zelt, ohne mich zu bemerken. Valkyrie, seit wann bist du schon hier? Ich bin gerade gekommen. Was war denn mit Evelyn los? Nichts. Er ging mit hängenden Schultern weg. Ich sollte ihn noch einmal darauf ansprechen, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Oh ja, bohr nochmal mit dem Finger so richtig in der Wunde. Das kommt richtig gut. Ich mag den Zeltplatz. Das sieht so schön aus. Ich sollte jetzt lieber schlafen gehen. Also gehen wir ins Zelt. Diese Feldbetten wirken zwar nicht besonders bequem, aber ich bin schon zufrieden, dass ich nicht auf dem Boden schlafen muss. Also ich finde, das sieht super bequem aus. Ich schlief auf der Stelle ein, aber mitten in der Nacht wurde ich von einem Schluchzen geweckt. Hm? Karen ist weg. Evelyn? Sie drehte sich zu mir um und wischte sich verstohlen über die Augen. Was? Stimmt etwas nicht? Doch, ich bin nur müde. Es ist wegen Azrael, oder? Was? Ich habe euren Streit eben mit angehört. Ich habe behauptet, ich sei gerade erst gekommen, aber ich war hinter dem Zelt. Du scheinst sehr wütend auf ihn zu sein, oder? Ich setzte mich neben sie und nahm ihre Hand. Du kannst mir alles sagen, weißt du? Vielleicht geht es dir dann besser. Das zwischen Az und mir begann vor einem Jahr. Als ich das hörte, krampfte sich mein Herz zusammen. Dann wart ihr also ein Paar? Nein. Wir waren uns beide einig, dass es nichts Ernstes war und wir nur unseren Spaß wollten. Okay. Also Freunde mit gewissen Vorteilen? ja, Extras, versteh schon. Er sieht ja auch ziemlich gut aus. Jetzt hältst du mich sicher für ein Flittchen. Nein, du kannst tun und lassen, was du willst. Das ist nicht meine Sache. Danke. Es tut gut, darüber reden zu können, ohne gleich verurteilt zu werden. Ich fühlte mich wirklich wohl mit ihm, aber ich wusste, dass daraus nichts Ernstes würde. Hättest du das denn gerne gewollt? Ja. Ich weiß, das ist dumm von mir. Und er hat mir in der Hinsicht nie etwas vorgemacht. Seine Gefühle kann man nicht ändern, Evelyn. Er ist für mich eher der Schuldige in der Geschichte, oder? Ich kann es ihm nicht übel nehmen, dass er mich nicht liebt. Ich wusste, worauf ich mich einließ. Er hat mich nie belogen. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Ach ja, und warum? Als du ankamst, Azrael hörte nicht mehr auf, von dir zu reden, und ich glaube, ich war ziemlich eifersüchtig. Ich war nicht besonders nett zu dir. Entschuldige. Ach, deswegen war sie immer so kühl. Aber das hat sich ja mit der Zeit auch gebessert. Nicht so schlimm. Ich mag dich trotzdem. Wie das klingt. Es stimmt, dass du am Anfang nicht besonders freundlich zu mir warst. Aber jetzt verstehe ich dein Verhalten besser. Ich hoffe, das kommt nicht wieder vor. Ich war ziemlich kühl. Ich mag es nicht, für die Fehler anderer zu bezahlen. Wir können ihr Verhalten jetzt besser verstehen. Das entschuldigt nicht alles.
Nein, aber jetzt weiß ich, dass es nicht an mir lag. Ich sollte endlich darüber hinwegkommen. Ja, das wäre sicher besser. Danke, dass du mir zugehört hast. Das tat gut. Gern geschehen. Aber weißt du, wo Karen ist? Sie ist noch draußen unterwegs. Sie schläft nie viel. Aber du solltest dich lieber wieder hinlegen. Okay, dann gute Nacht. Soll das so? Ach so. Am nächsten Morgen rief uns Karuto zum Frühstück. Ich zog mich schnell an und aß mit den Jungs. Und? Bist du bereit? Ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, alles läuft wie geplant. Wieso sollte es nicht? Mir fallen gleich eine ganze Reihe von Dingen ein, die schieflaufen könnten. Oh yeah. Ja, alles wird gut. Seid ihr bereit? Wir sollten gehen. Ich bin fertig. Sehr gut, Valkyria. Pass auf dich auf und komm gesund wieder. Versprochen. Aber versprechen kann man sich ja mal. Hier sind eure Masken, die Verpflegung und Erste-Hilfe-Sets. Alles ist gut eingepackt. Und das Gift sollte nicht daran kommen. Okay. Oh, das sieht so gut aus. Ich mag die Öhrchen. Ach, das meinte sie wahrscheinlich auch mit dem Design zusätzlich noch. Da die Pyrikos das gebastelt haben, dann ist hier halt diese Maske entstanden. Schon spannend. Also als ich das Bild das erste Mal bei Facebook gesehen habe, habe ich schon gedacht, wir gehen jetzt mit Chrome los. Weil Chrome ja auch diese Öhrchen hat und die würden halt perfekt da reinpassen. Naja, so ganz falsch ist es ja nicht. Es sind nur 15 weitere Leute dabei, aber ich war nah dran. Glückwunsch! Du hast den folgenden Gegenstand erhalten. Sauerstoffmaske Pyrico. Du findest sie in deinem Kleiderschrank. Jo, und ich glaube, die sollte ich erstmal anlegen, bevor wir weitermachen. Weil ich schon sehr gerne das Bild haben möchte. Und ich habe mich auch seitdem nicht mehr umgezogen, damit wir auch das Outfit behalten. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist die Jacke. Die ziehe ich auch nochmal an. Zuck! Die Tasche? Gab es eine Tasche? Ich bin mir gerade nicht sicher. Habe ich die abgenommen? Ich glaube, ich hatte eigentlich nur die Jacke ausgezogen. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht mehr so sicher. Ups. Die Maske. Gesicht. So. Da haben wir sie. Ich gucke jetzt aber nochmal ganz kurz, ob wir irgendwelche Accessoires an den Händen hatten. Sieht nicht so aus. Gürtel. Ich will halt nichts vergessen. Ich hätte gern das Bild. Nee, okay. Ich glaube, ich müsste alles angezogen haben. Speichern wir mal. Das nicht vergessen. Oh, Moment mal ganz kurz. Das mache ich auch nochmal eben. Wenn schon, denn schon. Ich bin seit Tagen beim dämonischen Altar am Suchen, weil ich weiß, dass es da für die Hydra Leckerlis gibt. Köder gibt. Aber ich finde einfach nichts. Das ist so frustrierend. So. Danke. Alles klar, dann gehen wir jetzt zu den Höhlen. Jetzt ist der Moment der Wahrheit gekommen. Ich setzte meine Maske auf. Nevra, Chrome und ich warten vor der Höhle auf euch. Also versprich mir, heil wieder herauszukommen. Und wenn ihr einen Balenviana seht, verschwindet von hier. Versprochen. Sie umarmten sich, als sehen sie sich zum letzten Mal. Ich will sie auch umarmen. Ich bin genauso unruhig wie Karen. Was, wenn die Sauerstoffmasken nicht richtig funktionieren und wir auch vergiftet werden? Bringe ich die anderen vielleicht leichtfertig in Gefahr?
Ich hoffe, ich mache keinen Fehler. Miiko vertraut mir zwar, aber ich weiß, dass sie mich beim kleinsten Fehler zur Verantwortung ziehen wird. Vorausgesetzt, wir kommen wieder. Wir sollten nach am Eingang suchen. Kein Problem. Oh, da ist was. Ich habe den Eingang gefunden. Ich winke die Jungs herbei. Wir müssen zwar erst noch ein paar Steine aus dem Weg räumen, aber dann kommen wir hier rein. Oh mein Gott, Leute, es geht los. Hoffentlich stirbt heute keiner. So, Bogen schräg. Wir betraten die Höhle. Die Luft schien hier noch sauber zu sein, aber mich beunruhigte der Gedanke daran, dass die Maske wohlmöglich nicht funktionieren könnte. Na, eine besondere Optimistin bist du ja nicht. Wir drangen tiefer in die Höhlen vor, bis wir eine Art Nebelwolke bemerkten, die sicher vom Gift herrührte. Das mit den Masken scheint zu funktionieren. Das war eine gute Idee, Valkyria. Wir sollten das Beriflor nicht streicheln, bevor wir es gefangen haben. Wow, diese weisen Sprüche. Ich sehe, du passt dich an unsere Ausdrucksweise an. Ja, ich versuche es. Ich bin so angespannt, dass ich Ezreal ziemlich kühl antworte, obwohl er versucht hat, mich etwas aufzumuntern. Oh Gott, diese Maske sieht so süß an ihm aus. Wir sollten uns aufteilen, um nach dem Mykoniden zu suchen. Dann sind wir sicher schneller. Valkyria, kommst du mit mir? Ja. Wir sollten zuerst zum Nest der Mykoniden gehen. Ich glaube, ich erinnere mich noch an den Weg dorthin. Nein, nicht wirklich. Alles klar. Ezreal und ich bleiben erstmal zurück. Höhlenromantik. Galerie. Gegrabener Gang. Ich glaube, wir müssen in die Galerie, oder? Ja, perfekt. Hä? Nee. Da kommen wir doch. Kreuzung? Nee, warte mal. Ich finde mich gerade irgendwie nicht zurecht. Ich habe mich jetzt schon verlaufen. Hä? Achso, das soll so aussehen. Okay. Kreuzung. Gehen wir mal da lang. Diese Stelle kenne ich. Ja, tatsächlich, das kommt mir auch bekannt vor. Ich merkte, wie mich plötzlich jemand nach hinten zog. Vorsicht! Vor Schreck fiel mir mein Proviant hinunter und wurde von einer Art Pfütze aufgesogen. Ugh. Ich drehte mich abrupt um. Valkyon hielt mich noch immer fest. Ich sah ihm direkt in die Augen und einen Moment lang vergaß ich alles, was geschehen war. In diesem Moment gab es nur ihn und mich. Ich spürte, wie mich seine Arme zärtlich umschlungen hielten. Valkyria, ich... Valkyrn wurde von einem entfernten Geräusch unterbrochen. Wer ist der Liebestöter? Den mach ich zur Schnecke. Sei vorsichtig, wo du hintrittst. Diese Pfütze sieht verdächtig aus. Es stimmte. Die Konsistenz der Pfütze war zu dickflüssig, um nur aus Wasser zu bestehen, und sie bewegte sich leicht. Es sah aus, als würde sie ein Eigenleben führen. Creep. Irgendetwas stimmt in dieser Höhle nicht. Wir sollten schnell die Mykoniden finden. Auf die freue ich mich schon voll. Sind wir noch richtig? Ah, okay. Was ist denn hier passiert? Da ist das Nest der Mykoniden.
Oh nein. Mehrere Mykoniden liegen auf dem Boden. Es scheint ihnen nicht gut zu gehen. Achtung! Bringt die Kinder in Sicherheit! Sie ist ganz außer Atem. Ich bin's, Valkyria. Ich war vor ein paar Monaten schon einmal hier. Wir möchten euch helfen. Bleibt, wo ihr seid! Wo ist Edel? Ich muss mit ihm reden. Warum? Was wollt ihr von ihm? Wie schon gesagt, wir sind hier, um euch zu helfen. Wir wollten euch um eure Erlaubnis bitten, um im Konflikt mit den Balenvianern vermitteln zu können. Tante Dille, ich fühle mich ganz schwach. Milo hört nicht auf zu husten. Und Mama, wo ist sie? Die Lage der Mykoniden ist noch viel schlimmer, als ich erwartet hatte. Ich kann kaum glauben, was ich sehe. Sie wirken völlig geschwächt. Lassen Sie uns mit dem Patriarchen sprechen. Die Zeit drängt. Wartet hier. Sie verschwand einen Augenblick, um sich mit den anderen Mykoniden zu besprechen. Ich sah, welche Mühe ihr das Laufen bereitete. Es brach mir das Herz. Wir hätten schon viel eher kommen sollen. Es geht in Ordnung, aber nur das Menschenmädchen darf mit ihm reden. Valkyrn und ich sahen uns an. Jetzt war nicht die Zeit für sinnlose Diskussionen. In Ordnung. Ich ging durch die Menge bis zu einer Art Empore, auf der Edel lag. Er schien sehr krank zu sein. Valkyrn ging währenddessen zurück, um die anderen Jungs zu holen. Junges Mädchen, du bist es. Was führt dich in unsere sterbende Höhle? Oh, Patriarch Edel. Schnell erklärte ich ihm den Grund unseres Kommens und wie wir bis zu ihnen gelangt waren. Ich sprach davon, dass wir im Konflikt mit den Balenvianern schlichten wollten und dazu ein Einverständnis benötigten. Und warum bist du hier, Valkyria? Das habe ich doch schon erklärt. Ich wurde von... Ich glaube, du hast meine Frage nicht verstanden. Er sah mir direkt in die Augen und sagte, ich bekäme sein Einverständnis, wenn ich ihm im Gegenzug ehrlich erzählte, warum ich gekommen sei. Ich habe vor kurzem durch eine falsche Entscheidung, die nicht die meine war, meine Familie verloren. Seitdem fühle ich mich nur noch wie eine leere Hülle und zweifle am Sinn des Lebens. Ich glaube, ich möchte mir selbst beweisen, dass mein Leben einen Sinn hat und ich etwas tun kann. Ich kann nur vermuten, dass ich das alles aus Nächstenliebe tue und weil ich weiß, dass ihr sonst zum Sterben verurteilt seid. Aber ich glaube, indem ich euch rette, rette ich auch einen Teil von mir selbst. Gott, das muss euch sehr egoistisch erscheinen. Da irrst du dich. Ich weiß, was du durchgemacht hast. Dein Leid spiegelt sich in deinen Augen. Wenn du möchtest, können wir dein Leid auslöschen. Möchtest du das im Gegenzug für deine Hilfe? Wie meinst du das? Willst du mich jetzt vergiften? Die Mykoniden haben die Fähigkeit, die Erinnerungen zu beeinflussen. Das hatte ich dir doch schon erzählt. Stimmt. Er hat davon gesprochen, dass er schon mehrfach die Erinnerung von Personen ausgelöscht hat, die er getroffen hat. Aber es bringt ja auch nichts. Nein, deshalb bin ich nicht hier. Ich möchte nicht vergessen, wer ich bin und wen ich liebe. Ich behalte meine Erinnerung lieber, auch wenn ich unter ihnen leide. Gut, dann ist die Sache abgemacht. Wir, die Mykoniden, bitten die Garde von El in diesem Konflikt zu vermitteln. Danke. Ich wollte Edel vor Freude umarmen, doch ich hielt mich zurück. Er wirkt so krank und zerbrechlich. Ich habe Angst, ihm weh zu tun, wenn ich ihn berühre.
Oh Gott, er sieht auch wirklich nicht gut aus. Die Farbe ist weg. Oh. Etwas verlegen machte ich mich auf die Suche nach den Jungs. Als ich sie gefunden hatte, legten wir den Mykoniden die Einverständniserklärung zur Unterschrift vor. Patriarch Edel, hier sind ein paar Lebensmittel und Erste-Hilfe-Sets. Wir würden euch noch mehr davon bringen. Als sie die Lebensmittel sahen, begannen einige der Mykoniden vor Freude zu weinen und dankten uns herzlich. Ist das für mich? Für uns alle. Wir müssen das teilen. Oh, da werden sich meine Freunde freuen. Milo hat seit ein paar Tagen fast nichts gegessen. Darf ich ihm das hier bringen? Ja, natürlich. Gerne. Beim Anblick dieses Leids spüre ich einen Kloß im Hals. Mir stiegen Tränen in die Augen, aber ich hielt sie zurück. Ich konnte jetzt unmöglich flennen. Wir kommen bald wieder. Das verspreche ich. Oh Gott, ey. Oh, das macht mich richtig traurig. Scheiße. Dass man so in einem Spiel mitfiebern kann, das ist unbegreiflich. Ui, ui. Oh, jetzt bin ich wieder zurückgelaufen, das war doof. So, und da wären wir auch schon wieder draußen. Nevra! Alles in Ordnung? Karen warf sich in die Arme ihres Bruders. Ihr ängstlicher Blick von vorhin war verschwunden. Sie wirkte sehr erleichtert, ihn gesund wiederzusehen. Das bin ich auch. Ja, alles okay. Wir nahmen die Masken ab und Nevra band den Vertrag an Scheiterns Halsband fest. Ja, dazu muss ich sagen, wir haben Scheitern leider noch nicht kennengelernt, weil wir nicht in der Schattengarde sind. Scheitern ist nämlich Nevras Gefährte. Sieht ziemlich nice aus. Vielleicht sehen wir ihn ja dieses Mal. Die anderen durften ihn ja schon sehen. Wir aber leider nicht. Sie ist sehr schnell. In einer halben Stunde müsste der Vertrag bei Huang Hua sein. So lange sollten wir uns auf die Anhöhe zurückziehen und auf Verstärkung warten. Warum gehen wir nicht zurück ins Lager? Huang Hua wird uns sicher hier vor Ort brauchen. Es wäre eine Zeitverschwendung, hin und her zu laufen. Okay. Wir warteten mehrere Stunden lang an einer geschützten Stelle. Abwechselnd hielten wir Ausschau, ob sich irgendwelche Balenvianer den Höhlen näherten. Aber wir sahen niemanden. Von unserem Versteck aus konnten wir das Dorf sehen, das vollkommen ruhig wirkte. Es schien ganz nah und wir waren durch eine große Felskluft von ihm getrennt. Zwischendurch bekam ich Angst, die Dorfbewohner könnten uns hier überraschen. Aber nichts geschah. Huang Hua kam ein paar Stunden später mit großem Gefolge an. Lass uns zu ihr gehen. Höhlenpfad, Zeltlager? Nee, wir waren zum Höhlenpfad, oder? Oder auch nicht? Huch! Was mache ich denn da? Wir wollen ja nicht zum Dorf. Zumindest jetzt noch nicht. Oder? Wollt ihr mich veräppeln? Ach so, doch, wir sollen zum Torfeingang. Ach, Kinder. Ich kann echt nicht lesen. So. Verwirrung sei gegrüßt. Okay, und jetzt wird's spannend. Wie werden die Dorfbewohner auf die Einverständniserklärung der Mykoniden reagieren? Werden sie kooperativ sein? Ich gehe nicht davon aus, zumindest momentan nicht. Aber lassen wir uns doch überraschen. Ich muss sagen, dieser Party hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir hatten Höhlenromantik
Romantik auf einem Reittier. Und ich wollte diese Folge eigentlich auch so nennen, also so Höhlenromantik, aber irgendwie finde ich das unpassend, wenn wir dann in die Höhle der Mykoniden gehen und einfach dieses Leid sehen. Diese Tristesse, die es eigentlich nur noch ist. Die gesamte Farbe ist entzogen. Die Mykoniden sterben. Ein paar lagen ja auch schon auf dem Boden. Ich glaube nicht, dass sie noch lebend waren. Und dieses Bild hat mich persönlich ziemlich schockiert. Denn wir haben die Mykoniden ja ganz anders kennengelernt. Lebensfroh und bunt und total freundlich. Und jetzt sind sie nur noch krank, verzweifelt, traurig. Das nimmt mich schon irgendwie ein bisschen mit. Hoffentlich können wir da was machen. Und ob wir da was machen können, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich wünsche euch einen schönen Samstag. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Schnitzelmama over and out.